im Leipziger Planetenviertel bei der Haltestelle Jupiterstraße. Liegt Fleisch versteckt, ein schöner Fleck, den finde ich klasse. Ich erzähle euch jetzt mal davon, dort kann jeder auf seine Kosten kommen. Schliers bei Leipzig, genau. Ja, genau. Das Schiers in Grünau. Du bist, worauf ich schau. Das Schiers in Grünau. Nettes Personal, Personal. Nette Gäste, genau. Ich sag über Schiers nur wow. Schiers bei Leipzig, genau. Ja, genau. Das Schiers in Grünau. Essen kann man im Schiers vor Ort auch bestellen. Und recht schnell schön zu bekellen. Zwischen Istanbul Bistro und Asia Imbiss wird man satt, fast ohne Fastenfrist. Schiers bei Leipzig, Grünau. Ja, genau, das Schiers in Grünau. Du bist, worauf ich schau. Das Schiers in Grünau. Nettes Personal, nette Gäste, genau. Ich sag über Schiers nur wow. Schiers bei Leipzig, Grünau. Ja, genau, das Schiers in Grünau. Mitten in den Wohngebieten finden sich auch Einkaufsnischen. Tolle Produkte fanden sich schon beim zwischen den Regalen kriechen. Zu erwähnen sind hier Penny und das große Kaufland Schönau. All das und mehr gibt's um die Schiers bei Leipzig im Planeten Grünau. Schiers bei Leipzig, Grünau. Ja, genau. Das Schiers in Grünau. Du bist, worauf ich schau. Das Schiers in Grünau. Nettes Personal, nette Gäste, genau. Ich sag über Schiers nur wow. Schiers bei Leipzig, Grünau. Ja, ja, genau. Das Schiers in Grünau. Ob mit der Nähe zum Kölkisee oder auf manch anderen Wegen. Die Schiers bei Leipzig im Planetenviertel Grünau ist gut gelegen. Vielleicht trifft man hier sogar Carsten Todd als Gast. Dann macht die Sache sogar noch mehr Spaß. Schiers bei Leipzig, Grünau. Ja, genau. Das Schiers in Grünau. Du bist, worauf ich schau. Das Schiers in Grünau. Nettes Personal, nett. Gäste, genau. Ich sag über Schiers nur wo. Schiers bei Leipzig, genau. Ja, genau. Das Schiers in Grünau. Noch einen weiteren Trink, den gönn ich vom Herzen mir. Hoffentlich stehen an der Theke nicht zu viele Leute hier.